So, da sind wir auch schon wieder. Willkommen zurück. Weiter geht's. Ja, offensichtlich arbeiten die zumindest durch. Ja, die sind sehr langsam, das ist aber auch okay. Da könnte man nachher auch über diverse Module nachdenken. Aber ich glaube, erstmal nicht. Ja. Dann bauen wir das Zeug um in die entsprechenden Teile. Wir brauchen dazu noch ein bisschen Zusatzmaterial. Ja, die üblichen Verdächtigen, ne? Man kennt es. Wir machen das direkt hier dran, würde ich sagen. So, haben wir noch Kabel? Ja, haben wir da. Stellen wir gleich ein. Ach so, warte mal. Wir bräuchten eigentlich mehr davon. Dann pass mal auf. Dann machen wir das anders. Der kriegt hier eine Kiste, wo der Kram zwischengespeichert wird. Ja, ich denke, das ist okay. Ne, wir brauchen ja dann genau vier Maschinen. Die brauchen ja eh immer genauso viele, ne? Ja, genau. True. Dann machen wir dann auch einen Vierer. Und dann sollte das funktionieren, vielleicht. Ich lasse ein bisschen Abstand. Genau. Und eigentlich können wir das Ding hier genau aufsplitten, richtig? True. Ja, dann machen wir das doch. Und dann brauchen wir jetzt nur noch die Leichtbauteile. Joa. Können wir mit dem Filtergreifer hier rausholen, die Dinger. Genau. Und Output dann natürlich mit dem langen Greifarm, wie gehabt. Das Ding hat doch verschiedene Signale gehabt, ne? Oder war, wir können auch eine einfache Abfrage machen, wenn diese Dinger hier kleiner sind als 100. Jo. Ist erstmal die einfache Variante, würde ich sagen. Jo, da kommt das erste. Nice. Ja, gut, lass ihn arbeiten. Passt schon. Dann sind wir da irgendwann in ferner Zukunft fertig. Gut. Ja, okay. Was brauchen wir denn noch? Also wir haben Lebenserhaltung, wir können noch mal eben kurz rüberfliegen. Muss unbedingt das Inventar aufräumen. Oh. Ja, das können wir auch vielleicht begrenzen. Ne? Das wäre vielleicht nicht schlecht. Ja. Generell kann der hier aufhören, wenn von diesen Teilen hier, keine Ahnung, mehr drin sind als 100. Mehr brauchen wir nicht, dann kann der aufhören, genau. Weil dann ist es, glaube ich, erstmal in Ordnung. Dann können wir den Kram hier auch aufheben wieder. Ja, und wie gesagt, die Prozessoren, die packen wir je nach Bedarf halt da rein. Okay. Was sagt die Zeit? 13 Stunden noch. Das sehen wir heute nicht mehr. Sehr gut. Ja, nach dem ganzen Chaos, was wir hier fabriziert haben, sind wir dann endlich dazu in der Lage, hier so eine Rakete zu bauen. Das dauert noch ein Weilchen. Ja, aber das lassen wir einfach nebenbei durchlaufen. Ansonsten, wir können doch bestimmt ein bisschen Krempel loswerden. Ja, tun wir. Die können da mit rein. Ah, die haben sogar gefehlt, actually. Ach so, nee, das Ding war im Output voll, deswegen. Ja, gut.
Das kann da mit rein. Das können wir da auch mit rein tun. Kupfer haben wir hier drüben irgendwo fliegen. Ja, genau. Das haben wir aber hier auch nochmal rumfliegen. Da vielleicht noch, genau. Genau, Motoren haben wir noch. Die wollen da gar nicht mit rein, die wollten irgendwo hier mit rein. Ja, ich muss den Krempel mal eben irgendwie loswerden hier. Steinplatten. Zahnräder. Eigentlich können wir es auch wegschmeißen, wenn wir mal ganz ehrlich sind, ne? Aber. Nö, das machen wir nicht. Glas. Haben wir irgendwo Glas? Ja, das liegt ja auf irgendeinem Fließband mit rum. Hier so. Eisen geht auch immer weg. Gut. Passt soweit, denke ich. Okay. Was haben wir denn eigentlich jetzt hier drin? Wir haben 69 Uran-235. Das ist gar nicht so übel. Da sind schon so ein paar Förderer fertig geworden. Egal, lassen wir weiterlaufen. Wie gesagt, das ist einfach so ein Ding, so ein Prozess, der nebenbei einfach durchlaufen kann. Das passt. Genau, was müssen wir denn vorbereiten? Wir brauchen, wenn wir uns den ganzen Quatsch mal angucken, was wir oben machen wollen, Rezept hinzufügen. Im Schwerpunkt ist natürlich das Zeug hier, das glaube ich klar. Wir gehen mal auf Minute. Die müssen wir ja oben herstellen. Das heißt, wir brauchen diesen Treibstoff. Wir brauchen Stein. Wir brauchen. Ja, gut, das können wir auch oben herstellen. Das heißt aber, wir müssen da oben Wasser hinschmeißen. Und Schmiermittel. Das müssen wir hochfördern oder hochschießen. Die andere Sache ist halt, wir haben ja noch diese Lieferkanonen. Problem ist, die Lieferkanonen können ja nicht alles hochschießen. Können wir da mal so ein Ding bauen? Gehen wir das mal eben angucken. Wir brauchen Stahlkisten, Motoren. Okay, warte. Gerade Inventar aufgeräumt, dann machen wir es jetzt wieder voll. Ja, das Übliche. Vermutlich brauchen wir Stahl für die Stahlkisten. So, was haben wir noch? Beton und die Elektromotoren. Okay. Genau, einfach mal so ein Ding bauen. Weil ich glaube nämlich, die Prozessoren können wir damit nicht hochschießen. Es sei denn, die haben das halt auch wieder angepasst. Weiß ich halt nicht. Wir gucken da mal eben rein. So, wir können das hochschießen. Wir können diese ganzen Roherze hochschießen. Das kennen wir. Genau, und das können wir nämlich eben nicht. Richtig. Die Flüssigkeiten könnten wir darüber regeln. Verstanden alles nochmal da oben rum. Warte mal eben. Ja, das ist halt ein Haufen Müll einfach, was hier rumsteht. Vulkanit ist ein bisschen da. Wir haben einen. Irgendwo war das hier, genau. Wir haben eine kleine Menge an Startflüssigkeit haben wir. Das ist aber ein Witz, ne? Also das brauchen wir gar nicht so genau betrachten. Die sind eigentlich für Pufferkisten. Braucht kein Mensch. Ach so, das ist die diese Waffenkiste. Oh, eine Anforderungskiste sogar. Wahnsinn. Also vermutlich werden wir gleich einfach alles abreißen. Außer die Solarpanel vielleicht, ne? Aber ansonsten kannst du wegschmeißen. Wir müssen auf jeden Fall eine Landeplattform noch mitnehmen. Hier
Ja. Ich denke, wir werden das, was wir können, per Lieferkanone machen. Und andere Sachen halt eben, ja. So wie die Rakete halt fliegen möchte. Das muss ja auch keine durchgehende Produktion erstmal sein. Hauptsache, wir kriegen da oben so ein paar Sachen raus. Also mal so wichtig für uns. Ja, sind alle Forschungen, die jetzt kommen. Die sind alle super wichtig. Außer jetzt mal so Stapler-Kapazität. Ja, ist auch wichtig, aber alles andere brauchen wir definitiv. Genau, eine Landeplattform ist hier oben drinne. Aber. Ja gut, das reicht eigentlich. True, wo ist denn die überhaupt? Sie ist auf jeden Fall im Logistiksystem drinne, wird hier rechts angezeigt. Da ist auch ein Lieferpod drinne. Das heißt, im Grunde genommen brauchen wir dann nur die Lieferkanonen unten und halt Signal Transmitter und Receiver. Ja. Ist, glaube ich, ein Deal. Die andere Geschichte, die auch noch interessant wäre, was wir noch nicht haben. Das sind diese Forschungslabore hier, die haben wir noch nicht. Aber die könnten wir mal bauen. Genau, wir klauen uns mal eben ein bisschen Kupferdraht. Haben wir da. Oh, eins schon. Nice. Dann brauchen wir vielleicht noch ein paar Stahl war das, ne? Genau, Stahlplatten. Ich glaube, dann geht's bald hoch, ne? Ach so, der braucht mal die Labore schon. Ja, egal, die tauschen wir dann gleich einfach aus und dann wird das schon gehen. Genau. Nicht? Kann nicht platziert werden auf was? Weltraumplattform, Raumschiff. Braucht es irgendwie Betonboden oder sowas? Nee, nee, nee. Kann nicht platziert werden auf Weltraumplattform und Raumschiff. Oder muss das Ding dann auf dem Asteroiden gebaut werden? Das kann natürlich sein. Aber warum denn nicht Weltraumplattform? Also das ist zumindest das, was in dem Tooltip steht. Oder bin ich jetzt, warte, bin ich jetzt blöd? Warte, warte, warte. Also hier steht, kann nicht platziert werden auf Weltraumplattform und Raumschiff. Dann wahrscheinlich nur auf dem Asteroiden, oder? Aber hier steht nichts davon, dass es nicht auf diesem Planeten platziert werden kann. Weiß ich nicht so recht. Aber auf jeden Fall nicht hier. Okay. Komische Beschreibung, ehrlich gesagt. Wir testen das gleich mal oben. Bei mir war auch so, dass wir die Dinge auf jeden Fall noch hochleiten müssen. Nur in der alten Version war das so, dass man dann schon diese Weltraumforschungslabore hatte. Und da hat das auch Sinn gemacht, die Dinger oben zu platzieren. Aber den hier, der Tooltip, ist irgendwie komisch. Kann nicht platziert werden auf Weltraumplattform und Raumschiff. Es bleibt nur der Asteroid. Eine andere Möglichkeit gibt es ja gar nicht. Ist falsch beschrieben. Okay. Dann machen wir das so. Gut. Egal, dann nehmen wir die drei einfach mit. Und die anderen hier, die können wir eigentlich abreißen. Weil die erfüllen jetzt auf jeden Fall keinen Zweck mehr. Achso, warte mal. Nee. Die haben hier nichts mehr zu tun. Warte mal, können wir die Greife einmal direkt mitnehmen? Ja, können wir. Jetzt haben wir natürlich wieder einen Haufen Klump dabei. Ja, aber das sind auf jeden Fall so Sachen, die können wir dann ins Raketensilo leiten. Eigentlich müssen wir nicht alle umbauen, aber irgendwie habe ich das Bedürfnis dazu, das zu tun. Die Basispakete brauchen wir auch gar nicht mehr, ne?
Vermutlich werden die nirgendwo wieder auftauchen. Naja. Das packen wir einfach in den Output mit rein. Hauptsache, wir haben so viele von den Military-Dingern. Ja gut, die wurden ja auch nicht mehr so wirklich gebraucht. Oh, upsie. Scheiße. Warte. Das machen wir mal vernünftig. Gut. Ah, da sind noch welche. Okay. Ja, ich denke mal, dass sie noch ein paar Kilometer Weg vor sich haben hier. Und wie gesagt, die Basispakete, die tauchen hier nicht wieder auf, ne? Das haben sie durchsortiert. Wir hatten im letzten Spielstand hatten wir so eine Phase drin, da wurden die ewig lange nicht genutzt. Und dann kam auf einmal nochmal eine Forschung, wo sie dann doch benutzt worden sind. Aber ich glaube, hier haben die das sortiert. Oder es lag am 248K, dass es wieder verwurschtelt war. Das kann auch sein. Ja, aber hier kommen die nicht mehr. Und wenn, dann habe ich es jetzt übersehen. Alter, das ist so krass, ne? Allein hier... Okay, lassen wir das. Allein die Sachen, die dafür gebraucht werden, ist halt super krass, ne? Gut, das heißt, wir filtern hier mal eben so ein paar Sachen raus. Da geht nämlich dann nur noch rechts durch... dieser Kollege hier, das andere Zeug brauchen wir nicht mehr. Ja. Und das möchte jetzt hier irgendwo mit ran. Wie gesagt, die Spalte hier, die ignorieren wir einfach. Da können wir jetzt auch ganz normal drüber bauen, ne? Ja, genau. Okay, super. Aber wie gesagt, das mit dem Core Mining, das ist noch... völlig egal. Unter Umständen brauchen wir noch ein paar Fließbänder mehr für die Aktion jetzt. Aber auch das sollte eigentlich... Oh. Ja, ist okay. Sollte kein Problem sein. Ich weiß noch nicht so genau, wo wir längs gehen. Vermutlich unten auf Eisenhöhe. Dann sind wir auf jeden Fall nirgendwo im Weg, machen nochmal einen riesen Umweg, so wie es sich gehört. Und können nochmal nicht die Bäume abholzen. Scheiße, warte mal. Ich muss vielleicht ein paar Fließbänder zurückpacken, das ist too much. Das nächste Ding ist halt, ne, wir können die Teile halt auch nicht per Lieferkanone hochschicken. Also brauchen wir die Rakete ja sowieso, ne? Das ist wieder so eine Diskussion gewesen vorhin, die eigentlich gar nicht notwendig ist, ne? Aber egal. Ja, komm, dann nehmen wir das hier gleich mit. Erioni. Wenn das so weitergeht, haben wir bald alle Sterne gefunden, mehr oder weniger. Ja. Die beiden hier fehlen noch, der fehlt noch, drei. Ja, und hier der untere Part noch. Okay. Lassen wir einen Block Abstand. Das sollte in Ordnung sein. Was liegt denn hier eigentlich rum? Achso, ein Labor. Na denn. Ja, egal. Haben wir noch Tunnel? Yep, haben wir da. Nee, ich mach das per Hand. Ja, bis unsere Bots den Kram fertig gebaut haben, ist Weihnachten. Ah, das passt. Muss nur den richtigen Winkel finden. Da ist die Spalte. Genau, da müssen wir wieder hoch, ne? Ja. Also im Grunde genommen, wenn wir von rechts rein, von links reingehen. Ja, müssen wir hier durch. Haben wir genau den Strommast getroffen, man kennt es.
Den verschieben wir nochmal. Eigentlich ist mir das total egal, ne, aber... Wir machen das mal so. Was haben wir hier drin? Oh, das ist mal gar nicht so übel. Und wir können übrigens auch von hier anfangen, weil das ist völlig egal. Hä? So, Pufferkisten bauen wir hier nicht. Und bevor wir hier irgendwas anschließen, müssen wir auf jeden Fall nochmal eben einen Receiver und so bauen. Und ich muss Holz loswerden. Und das muss weg. Gut, aber dann läuft die Forschungsanlage mal wieder. Haben wir auch lange nicht gehabt. Genau, Kupfer ist immer noch Mangelware, aber das kennt man ja. Wieso haben wir noch seltene Metalle? Ach, vor dem Asteroiden vorhin. Stimmt. Das kommt damit rein. Joa. Ach so, genau. Wir müssen uns eh gleich mal angucken, was wir noch alles mit nach oben nehmen müssen. Aber vorher bauen wir auf jeden Fall Dinge, die wir auf jeden Fall brauchen. Wenn ich sie finde. Ach, hier, genau. Das bauen wir. Prozessoren brauchen wir dafür. Kupfer und Batterien. Moin, Swish. Willkommen. So, Kupfer liegt hier irgendwo rum. Und Batterien hatten wir hier unten, glaube ich, irgendwo, ne? Ja, genau. Einmal nochmal. Brauchen wir... Ja, eigentlich müssten wir beide Seiten abfragen. Also wenn wir jetzt erstmal mit einem arbeiten, dann müssten wir, glaube ich, beide machen. Ich baue mal zwei Stück von jedem. Das sollte okay sein. Genau, bauen wir noch die Motoren. Die packen wir erstmal nochmal ein. Das machen wir woanders. War nur zum Testen. Jo. Genau, das sind die ersten beiden Sachen, die wir auf jeden Fall haben wollen. Jo. Also natürlich in Fassform. Was haben wir hier drin liegen? Wir haben 75. Nice. Jo, Rakete ist fertig. Kann losgehen. Nee, kann noch nicht. Okay, also was wir brauchen, sind nochmal zwei Maschinen. Yep, genau. Und vor allem brauchen wir noch eine Maschine, die Fässer herstellt. Stahl liegt hier netterweise. Na, ich will eine extra Stahllane haben. Also hier machen wir... Stimmt, wir haben ja die extra Fass-Variante dabei gehabt. Nice. Genau, hier ist Fülle Wasser in Fass. Und hier ist irgendwo wahrscheinlich Fülle Schmiermittel in Fass. Genau. Das mit dem Wasser machen wir relativ simpel. Ja, wir gehen trotzdem ein bisschen weg hier. Nämlich per Waterfill. Oh. Dann machen wir das so. Weiß ich, unten ist ein See, ne? Ich bin so faul geworden mit diesem Waterfill-Gedöns. Aber ist egal. Genau, dann können wir hier die Fässer reinleiten, die noch benötigt werden. Dann brauchen wir noch eine Anlage, die die Fässer herstellt. Wir brauchen nachher noch Schwefelsäure, wir brauchen Flüssiggas, wir brauchen Schweröl. Also machen wir das gleich von vornherein schon mal ein bisschen länger, weil hier kommt die ganze Fassgeschichte rein. Genau. Und das Zeug werden wir von irgendwo her weggrabben. Wo haben wir denn das Ding hingelegt? Hier, da ist Schmiermittel. Sei bitte nicht böse, aber es ist super schwierig zu lesen, was du schreibst. Du meinst das Methaneis, oder? Oder das Wassereis. Eins von den beiden muss es ja sein.
Ja, das machen wir schon irgendwann. Achso, wir nehmen die roten. Wo kommen wir denn da längs am besten? Ja. Ja, gehen wir einfach. Kreuz und quer. Easy. Warte mal. Ach, das geht sogar. Ja, nice. Dann machen wir das so. Genau, dann kommt das irgendwo hier raus und dann gehen wir hier rüber. Upsi. Können wir auch direkt durchtunneln, oder? Das sollte ja reichen. Ja. Genau, dann haben wir das schon mal da. Strom wäre noch super. Naja, wir gehen hier rüber. Ich brauche da oben noch ein bisschen Platz. Ach so. Ja, dann machen wir das so vielleicht. Genau. Des Weiteren haben wir gesagt, wir wollen Fässer herstellen. Wir machen das hier ganz am Rand, weil wie gesagt, wir brauchen vielleicht von einigen Maschinen sogar noch ein bisschen mehr. Das sehen wir aber später. Nee, leeres Fass ist wahrscheinlich nicht mit dabei. Nee, das ist nämlich hier. Genau, das packt den Kram einfach dahin. Dann brauchen wir jetzt nur noch Stahl, ne? Ja, yep, genau. Einfach irgendwo Stahlplatten rausfiltern. Genau, das machen wir. Ja, Ausgang links, allerdings. Ja, warte mal, dann ist es ja getrennt. Moment. Das ist schlecht, wir brauchen das an beiden Ecken. Wir machen das mit dem hier. Müssen halt gucken, ob das reicht. Wenn nicht, nehmen wir noch einen zweiten mit dazu oder so. Je nachdem. Gut, aber könnte gehen. Na, dann brauchen wir halt zwei. Ja, ist egal, passt schon. Wir müssten das eh trennen. Weil die laufen sowieso auf verschiedenen Fließbändern, daher ist es relativ egal, glaube ich. Gut, dann setzen wir da den nächsten mit rein. Dann hätten wir neben den Forschungspaketen auch schon mal Wasser und Schmiermittel da. Das können wir von hier unten irgendwo reinleiten. Wie genau ist, es ist total egal, ne? Hauptsache, das Zeug kommt da irgendwie an. Tür lassen wir frei. Naja. Wie gesagt, Greifarme erstmal noch nicht. Wir werden auch keine Pufferkisten da hinstellen erstmal. Okay, dann haben wir gesagt, wir brauchen da oben Steine und die Prozessoren. Ja, Prozessoren ist wieder so ein Ding. Dafür wird es eine Kiste geben. Wir hätten sogar noch welche dabei. Wir bräuchten vielleicht ein paar mehr. Bin einmal eine Ladung mit, komplett. Aha. Ja gut, ist halt nur eine Holzkiste. Das reicht aber auch. Gut. Andere Sache. Ich will noch mal eben da hochgucken. Weil wir können ja hier so ein bisschen scannen. Hier ist Kupfer. Lull. Interessant wäre zu wissen, ob wir hier oben nicht vielleicht, oh Gott, einfach Stein irgendwo abbauen können vielleicht oder so, ne? Aber ich glaube, das sieht eher schlecht aus. Hier ist nochmal irgendwas.
Ja, das ist mir schon zu weit weg. Wir haben gar nicht die Ressourcen momentan, um da irgendwas zu machen. Nee. Dann höchstwahrscheinlich nicht. Wir können noch mal oben und unten hier so ein bisschen längs gucken, aber ich glaube, da werden wir nichts finden. Jo, dann werden wir Steine mit hochnehmen. Ne, da geht gar nichts. Okay. Hätte ja sein können. Warum die Prozessoren hält mir in die Kiste? Weil ich keinen Kilometer Förderband für Prozessoren ziehe. Noch nicht. Wir stellen zu wenige davon her. Das können wir später mal machen. Die Sache ist die, wir bräuchten hier pro Minute 4 Stück. Und selbst wenn die durchgelaufen sind, haben wir einen Haufen von denen hier hergestellt. Also daher ist es nicht so wild. Gut, des Weiteren brauchen wir zufälligerweise den Treibstoff. Wir können aber schon mal Greifarme hinstellen. Allerdings erstmal gedreht und ohne Säft. Das wird sowieso alles sehr viel, ja, Handverfrachtung sein jetzt erstmal, weil das ist halt ja der Anfang mit dem ganzen Space-Gedöns, ne? Da läuft noch nicht so viel automatisch. Gut. Genau, die Fließbänder müssen wir oben herstellen. Das heißt, wir müssen alles an Material mitnehmen, was wir dafür brauchen. Das ist Stahl, Leichtbauteile, die Motoren. Ich sag ja, ne? Wir hätten die Motoren auf den Mainbus mit draufschmeißen können. Haben wir jetzt festgestellt, ist halt so, scheißegal. Genau, ansonsten. Ach ja, Steine, warte. Steine machen wir zuerst, sonst vergesse ich das wieder. Netterweise haben wir da unten welche rumliegen. Genau, und dann wie gesagt, Stahl, das haben wir ja schon drinne. Leichtbauteile haben wir doch auch hier rumfliegen. Ja, Tatsache. Dann nehmen wir die doch einfach mal mit. Jo. Ja, wir bauen für die Motoren noch eine eigene Anlage hier unten hin. Aber ich denke, wir packen Stahl jetzt erstmal ein. Das hatten wir doch auch hier irgendwo rumfliegen, oder? Ja. Oh, nice. Dann teilen wir das hier einfach aus. Ausgang wo ist egal, aber auf jeden Fall nur Stahl. Achso, genau, true. Die Motorgeschichte. Kupferdraht und Zahnräder. So, warte mal. Hier liegt Kupfer rum. Da oben ist irgendwo Eisen. Kriegen wir das da nochmal raus? Ja, irgendwie. Na halt, wir müssen noch einen hoch. Ich wollte hier nicht so viel. Ach nee, warte mal, wir kriegen die Kisten hier locker noch hin, ne? Ja, easy, komm, dann passt das ja. Wir müssten daneben nur vielleicht ein bisschen Platz lassen, weil. Ich meine, hier ist es gar nicht so tragisch. Weil wichtiger wäre, das oben im Space einigermaßen vernünftig aufzuteilen, damit der Kram daraus sortiert werden kann. Ja, hier ist eigentlich Wayne. Ja, komm, wir machen das hier oben. Das heißt, wir brauchen Zahnräder. Und wir brauchen Motoren, Kupferdraht. Ne, wir machen hier Kupferdraht. 1, 2 und 3. Der kriegt einen doppelroten Greifarm. Ne, der kriegt sogar 3. Das geht uns nie auf. Genau. Output schmeißen wir dahin. Und den nehmen wir mit. So, der Quatsch möchte jetzt gerne hier rein und zu Motoren verarbeitet werden. Und Eisen will er auch noch haben.
Ja, dann haben wir alles. Vielleicht kriegst du noch einen zweiten Greifarm. Wobei das auch nicht unbedingt notwendig ist, aber egal, machen wir mal. So, dann haben wir hier einen Output und diese Motoren, die kommen da irgendwo mit rein. Ist da oben? Oh, da ist sogar noch eine Kante frei. Gut. Was brauchen wir noch? Eigentlich haben wir das erstmal. Wie viele von diesen Maschinen haben wir da oben denn rumfliegen? Warte mal eben, da waren ja welche in diesem System drinne irgendwo. Wir haben... Okay, warte mal, da ist nichts eingetragen. Wo war denn die Kiste? Ich meine, eine Weltraumfabrik war hier, glaube ich, drin, oder? Oder täusche mich gerade? Oder stand die hier irgendwie noch auf? Nee, tut sie nicht. Da ist ein Roboport. Lul. Hier ist noch was. Und da ist noch was. Nee. Ist anscheinend nicht. Ich meine, da war eine. Irgendwas hatten wir doch gesehen vorhin, oder? Ach, hier drinne war das. Genau. Eine Weltraumfabrik ist da drinne. Das heißt, in dieser Weltraumfabrik müssten wir irgendwie weitere Fabriken herstellen, weil wir ansonsten nichts anderes schaffen würden. Weil hier, ja, ist ja nichts anderes mehr. Wir haben keine Weltraummontagemaschinen, kein gar nichts. Das würde heißen, wir müssten noch Dinge mitnehmen. Ja, yeah, und zwar Dinge hierfür. Das haben wir. Hitzeschilder müssen noch mit rein und diese Elektro... Oh. Gut, Hitzeschilder. Die haben wir hier rumliegen, das ist kein Problem. Und bald wird es ein Problem, weil wir bald keinen Platz mehr haben, um irgendwelche Sachen anzuschließen. Nice. Komm, wir machen hier noch ein bisschen mehr Chaos. Das rafft er nicht, das weiß ich jetzt schon. Wir gehen unten längs. Ja, das Problem ist halt, wenn wir irgendwas vergessen, dann fliegen wir gleich zweimal und das ist halt ungeil. So, die haben wir da. Das heißt, wir brauchen jetzt noch die Elektromotoren. Die werden wir... Kiste? Oh, upsie. Ich glaube, Kiste. Wir machen mal Folgendes. Wir stellen die Dinger ja schon her. Das wird so eine Sache wie Prozessoren auch. Hast du schon Kunststoff? Wofür brauchen wir Kunststoff? Ja, wir gucken gleich weiter. Genau, wir stellen die Dinger ja schon her. Ich werde hier mal eben eine Pufferkiste einbauen. Oh, das war einmal zu viel. Das ist dumm. Wait. Genau, also die müssen auf jeden Fall mit. Da holen wir gleich noch mehr von. Wir lassen die Kiste mal im Volllauf und wir gucken weiter, was wir noch so gebrauchen können. Gut. Ja, ist halt wieder so ein Kistending. Das machen wir da. Ja, sind ja auch schon ein paar. Okay, weiter im Text. Die haben wir, das haben wir, das haben wir. Schaltkreise. Da müssen wir uns, glaube ich, nochmal einen runterholen. Nee, wir können... Ja, warte, wir holen da noch was runter, glaube ich. Ich weiß bald nicht mehr, wo längs. Aber das ist okay. Hier neben. Das passt auf jeden Fall. So, da ist ein Strommast im Weg. Dann tunneln wir das Rohr halt. Ist egal. Scheiße. Es war so klar, dass hier wieder irgendwas im Weg ist. Egal, wir kommen da trotzdem längs.
Gino, wofür brauchen wir Kunststoff? Ich weiß noch nicht genau, was wir alles so mitnehmen, ne? Also wir gucken gleich nochmal nach. Aber wenn wir für irgendwas Wichtiges Kunststoff brauchen, wäre natürlich gut zu wissen, für was wir das brauchen. Aber wie gesagt, wir gucken gleich nochmal durch. Ah, Tunnel. Na, dann holen wir noch Tunnel. Hä? Achso, das war nur noch einer. Ja, die Geschichte. Warte mal. Wie viele von den Motoren haben wir? Kann nicht doll sein, oder? 40 ist eigentlich okay erstmal. Wir brauchen nicht so super heftige Massen erstmal am Anfang. Dann machen wir mal eben so einen Knick vielleicht. Achso, müssen wir sowieso. Dann packen wir die damit rein. Also brauchen wir keinen Kunststoff. Okay, gut. Vielleicht ja doch. Mal gucken. Vielleicht finden wir ja noch was. So, also Schaltkreise haben wir auch. Das heißt, wir sind damit safe. Stahl ist ja schon drinne. Jo. Ja, so Grundsachen wie Eisen und Kupfer vielleicht, oder? Da haben wir keinen Bedarf von erstmal. Moin Schleppi, willkommen. Gut, mit den Montagemaschinen können wir eh nichts anfangen, daher ist es egal. Ne, also keine Ahnung, ich würde glaube ich noch ein bisschen Eisen und Kupfer und so mitnehmen. Wobei ich mir ehrlich gesagt nicht unbedingt sicher bin, ob das so viel Sinn macht. Ich meine, wir speichern vorher sowieso, bevor wir da gleich hocheiern. Daher ist es glaube ich relativ egal. Ach so, genau, noch eine Sache. Lebenserhaltung haben wir ja irgendwo im Inventar. Ach hier, genau, richtig. Portmodule, ne, machen wir noch nicht. Was wir hier auf jeden Fall brauchen, ist ein Signal Receiver. Achso, den können wir auch irgendwo hinstellen, ist total egal. Können wir. Nee, warte mal. Passt der dazwischen? Also, wo der nachher steht im Endeffekt, ist total egal. Hauptsache, das Signal kommt da irgendwie an. Wo gehen wir längs? Hier so Pi mal Daumen, dann wieder da zurück und da noch eine Runde vielleicht. Ja, kommen wir darüber? Ne, zu viel. Dann gehen wir da. Dann gehen wir hier nochmal längs. Genau. Und im Endeffekt gehen wir jetzt an die Greifarme ran. Guck mal, dass wir immer von dem Mast ausgehen. Ja, okay, hat er gemacht. Gut. Dann gehen wir noch an diesen Mast hier vielleicht ran. Ich brauche noch mehr Kabel. Das ist für das Raketensilo selber interessant, genau. Dann müssen wir jetzt doch die linke Seite anschließen. Ja, genau. Achso, da ist schon Strommast. Ja, easy, dann machen wir das so.
Ja, wir haben schon wieder was gefunden. Sargus. Jo, Schleppi, vielen Dank für den Sub. 22 Monate schon am Start. Vielen Dank für den Support. Wir haben Stahl angeschlossen, Gino. Haben wir. Ich weiß, du meinst es gut, ne? Aber keine Ahnung, wenn ich ständig irgendwas lese, was wir schon gemacht haben, dann ist das manchmal echt ein bisschen nervig, ey. So, wir müssen natürlich noch jeden einzeln konfigurieren. Ja. Aber wir können sie auf jeden Fall erstmal drehen. Wir werden das auch wahrscheinlich jetzt erstmal nicht über die Greifarme da reinschmeißen, weil wir dazu oben noch eine kleine Schaltung bauen müssen gleich. Oh. Achso, der schon, genau. Ja, dann konfigurieren wir die lieber noch nicht erstmal. Denn da müssen wir noch hier und da ein bisschen was machen. Und eigentlich müssen wir auch den Status vom Silo selber mit auslesen. Testen wir mal. Das heißt, wir probieren das mal mit den Schaltkreisen aus. Genau, wenn diese kleiner sind als, nur mal zum Testen, 200, dann packt er den Kram hier rein. So, Signal steigt. Und nachher kommt halt auch noch die Abfrage dazu. Also wir werden oben einen Lagercontainer hinstellen. Und den Lagercontainer lassen wir auch auslesen. Schicken das Signal hier runter mit dem Transmitter. Und das heißt nur, wenn das Signal von dem Lager oben und von dem Silo unter einem gewissen Wert ist, ist der Greifarm aktiv. Das ist die Idee. Der muss jetzt nur bei 200 wieder aufhören, was er wahrscheinlich ja tun sollte. Und dann ist es gut. Wir hätten zum Testen auch einen kleineren Wert nehmen können, aber jetzt ist es egal. Egal. Genau. Läuft. Und wie gesagt, nachher kommt einfach das Signal von oben mit dazu und dann können wir eigentlich gar nicht zu viel davon reinschmeißen. Wir müssen halt, also wir arbeiten mit festen Werten. Man kann das auch so machen, dass man hier mal minus 1 nimmt, den ganzen Quatsch über einen Komparator hier reinschmeißt. Und dann kann man das auch, ich sag mal, bedarfsgerecht steuern, das geht auch. Aber ich denke nicht, dass wir das nötig haben. Genau, solche Spielchen machen wir jetzt eigentlich mit allen möglichen Dingen. Natürlich müssen wir die Mengen ein bisschen anpassen. Ja. Eigentlich können wir bei dem hier nochmal eben eine Null hinten dranhängen. Ja, das dauert alles dann ein bisschen länger, aber das ist okay. So, hier haben wir natürlich jetzt wieder ein Problem, weil ich wieder nicht mitgedacht habe. Kann der... Ich glaube, wir müssen die Forschungssachen aufteilen. Das habe ich eben nicht bedacht. Schade. Oder wir müssten eine Oder-Verschaltung machen. Bei dem hier ist egal. Hier können wir das schon mal machen. Genau, der nimmt von den roten Paketen auch 2000 mit oder so. Genau, und für die Greifarme, die hier hinkommen, da müssen wir mal eben was machen. Habe ich noch nicht gebaut, die Dinger, ne? Warte mal, wir brauchen dieses Gedöns hier. Oh, wir müssen nochmal Pinkelpause machen, ist schon wieder eine Stunde rum. Ja, dann machen wir nach der Pause mal eben oder versuchen zumindest das so hinzubekommen, dass wir hier beide Signale von den Kollegen auslesen können. Das ist einfach, ja... Ist schwierig, weil wir müssen ihm auch sagen, welches Material er reinpacken soll, ne? Dazu können wir das, glaube ich, noch ändern, indem wir die gleiche Strecke so lassen. Wir gehen hier oben dann rein. Ja, pass mal auf. Bessere Idee. Wir gehen mit dem Kram hier oben ran und machen das über die Filtergreifarme. Damit hebeln wir das schon mal aus. Das heißt, der Quatsch hier kann weg. Dann müssten wir hier eine kleine Kurve machen. Weil ich brauche den Platz da.
Gehen kurz hier rüber. Und dann machen wir das hier an der oberen Seite. Da haben wir genügend Platz. Da soll das gehen. Ja, läuft. Des Weiteren wollten wir Motoren mitnehmen. Das können wir nochmal eben einstellen. Und wie gesagt, dann machen wir eben noch eine kurze Pinkelpause. Und dann, ja. Bin ich mal gespannt, ob wir das hier einigermaßen vernünftig zum Laufen bekommen. Jo, in dem Sinne, bis gleich.